Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Cruising Kansas Event Video. Wir stehen hier immer noch in Hays, bei Hays, wie auch immer eigentlich in Hays. Und das ist das richtige Fenster. Und wir haben noch zwei Fahrten offen: Marysville und Emporia. Gerade eben hatten wir nichts nach Emporia. Oder Marysville. Deswegen. Es sieht auch immer noch genauso aus. Schlecht. Sehr schlecht. Deswegen würde ich sagen, fahren wir kurz hoch Richtung Phillipsburg. Und versuchen unser Glück dort. Vorstellen, dass wir da wahrscheinlich ja schon auf alle Fälle was nach Marysville bekommen. Aber schön. Dauert auch von Hays. Ich denke mal, Marysville wird da schon eher sein. Schauen wir mal. Hoffen wir. Aus Weste. Und fahr mal ein Stückchen dorthin. Wir müssen auch nicht allzu weit fahren, dann können wir es ja schon erahnen, ob was offen ist. Haben. Hoffen wir einfach mal, dass wir was. Ich glaube nämlich, ich habe einmal Marysville gesehen auf den bisherigen 12 Fahrten. Oder beim Ausführen der 12 Fahrten. Ich weiß nur nicht mehr wann. Eigentlich sind wir auch schon relativ weit gefahren. Ich weiß nicht, ob es schon ausreichend ist. Für die komplette Stadt von Phillipsburg. Deswegen fahren wir erst noch mal ein Stückchen weiter. Und fahren ein bisschen Bobtail. Wir sind jetzt schon mit auf der Hälfte. Ich würde sagen, nachdem die Kurve wieder nach links sich schlängelt. Kann ich nochmal nachgucken. Dann sollten wir, glaube ich, alles von Phillipsburg haben. Und das ist jetzt auch schon gleich. Dann gucken wir nochmal nach, ob wir was nach Emporia haben oder nach Marysville, ansonsten. Na, jetzt Phillipsburg, gucken wir mal nach. Ansonsten muss ich dann nach Colby fahren. So, Marysville wäre super. Emporia haben wir schon mal nicht. Bitte Marysville. Bitte Marysville. Nice. Tiefke. Och, nö. Tiefkühlkost von Phillipsburg 21.000 Pfund mit einem scheiß kleinen Trailer, den ich ja so liebe. Ja, von Ecos Power Transport nach Ecos Power Transport in Marysville. Dann haben wir auch Marysville abgeschlossen. Dann fehlt nur noch Emporia. Oha, wir fahren sogar weiter. Da haben wir nicht gerechnet.
Sonst standen wir noch immer komplett. Stay left and then turn left. Also komplett, komplett. Turn left. Fahren wir schon mal rechts rüber. Wir biegen ja auch gleich schon direkt ab. Go straight. Noch 20 im Ortskern. Machen wir das doch mal, alle biegen dahin ab. Dann folgen wir mal der Masse. Gut, es geht auch auf die, auf den Highway 183. Ach, hier sind wir. Leider nicht von drüben. Turn left and then continue straight. Finally we are here. Fällt mir ein, ich wollte nochmal nachschauen, wie lange das Cruising Kansas Event geht und wie lange das Christmas Winterland Event geht. Das Ding ist natürlich jetzt, dass viele sich jetzt auch eher als Christmas hier speziell, ne, dingsen. Deswegen wird es wahrscheinlich beim Cruising Kansas Event erstmal wenig Community-Fortschritt geben. Sondern schauen wir mal nach, wir fahren jetzt komplett den Highway 36 nach Marysville. Einmal Schnur geradeaus. Spielen wir es eigentlich. Okay, das ist sogar eine komplette Nachtfahrt. Dann sehen wir ja sehr viel. Aber ich kann jetzt einmal kurz nachschauen, bevor ich hier so richtig losfahre. Das Winter-Event geht bis zum 14. Januar und das Cruising Kansas-Event bis zum 28. Das heißt, wir können dann nach dem Weihnachts-Event dann auch nochmal hier weiter rein powern. Dürfen wir nur fahren. Wir haben zwar eigentlich 21.000 Pfund natürlich Gewicht, aber wir sind halt wieder so ein, ja, so eine Fußsuppe. Das sieht halt weird aus, so mit einem Cap Over oder so wäre es ja, sähe es ja gar nicht mal so schlimm aus. Aber halt so mit einem, wie nennt sich das nochmal? Go straight. Na, halt mit so einer langen Schnauze ist es halt. Und vor allem mit einer langen Schnauze und langen Sleeper. Gut, ist ja nicht der längste Sleeper, aber es ist ein langer Sleeper. Und halt mit einer längeren Sleeper-Kabine, als jetzt so bei europäischen Trucks oder bei Capovers, sieht es halt irgendwie, finde ich, super weird aus.
viel Verkehr hier in Philipsburg um 23 Uhr. Tanken muss ich nicht. Jetzt die Reihen und bremse nicht so sehr ab. Und gib wieder Stoff, bitte, danke. Schade, dass es jetzt eine Nachtfahrt ist, aber es ist halt wie es ist. Und der Kollege hat deutlich mehr zu ziehen vor uns. Also versuchen wir mal zumindest auf die 60 zu kommen. Schön hier an den Silos vorbei. Dann fahren wir nochmal durch eine kleine Ortschaft durch, wo ich nicht gesehen habe, wo wir sind. Da waren es auch nur noch 49 Meilen bis Marysville. Wenn ich es richtig jetzt gesehen habe beim Vorbeifahren. Bremst du da vorne oder wirkt das mal wieder nur so? Das wirkt nur so. Was haben wir hier? Geographical Center of the USA. Nice. Zu wissen und schön, dass es implementiert ist. Ja, 60 sind in Ordnung. Wie gesagt, der Kollege vor uns fährt einfach nicht schnell genug für 65 Meilen/Hour. Und dann schauen wir gleich, wonach die Reise dann geht, ob wir es wirklich nach Emporia haben oder ob wir wieder eine Leerfahrt haben, um nach Emporia zu kommen. Aber ich glaube, Emporia ist wie gesagt einfacher als Marysville, einfach so vom Feeling her. Ist schon vernünftig, würde ich sagen. Auch geschafft. Ja, ich muss dann gleich nochmal, wenn ich hier die drei Fahrten durch habe,
In der nächsten Folge werden wir dann den Paint Shop bekommen und den Truck dann dementsprechend ausrüsten. Und dann werde ich nochmal schauen. Wie ich das dann machen muss, wie viele Aufnahmen noch sind, bevor dann die erste Fahrt zum Christmas Winterland Event 2023 beginnt. Und ich werde dann noch mal kurz gleich nachgucken, ob es geholfen hat, Discord zu gut, es wurde ja nicht wirklich deinstalliert. Es ist, war ja mehr so ein Soft-Uninstall. Weil ich einfach Probleme habe, dass irgendwie teilweise Benachrichtigungen angezeigt werden, obwohl sie eigentlich angezeigt werden müssten. Aber nach irgendeinem Update wurde zumindest bei Gaming Empire da wurde nichts mehr angezeigt, plötzlich. Nur noch auf dem, auf der Android-App, aber da irgendwann auch nicht mehr. Und danach wieder nach dem Update doch. Aber da wurde es halt nur kurzzeitig angezeigt. Alles sehr weird. Dann habe ich es eigentlich deinstalliert, aber es war irgendwie noch da und ja. Aber ich habe es deinstalliert, aber es war halt noch da. Ich konnte es zwar nicht mehr öffnen, aber es war noch da. Dann habe ich es gedownloadet nochmal, dann. Ich sag mal so, ich musste mich nicht mehr einloggen, deswegen es wirkte so, als ob ich gerade einfach Discord im Task Manager beendet hätte und neu gestartet hätte und dann Update gezogen worden wäre. So wirkte es. Aber da jetzt ja mindestens das Video draußen ist, seit einer Stunde, ich mal überprüfen, ob das jetzt mittlerweile gefruchtet hat oder ob ich dann einfach mal Discord dann komplett alles an Dateien runterschmeißen muss. Ich muss dann neu zu probieren. Oder ob es einfach nur ein Bug ist und das einfach weiterhin da stand bleibt. Also bestehen bleibt. Erster Aufmalt in Marysville, the Santa Claus State, discover every city in Kansas City. Und das ist sogar Legendary, das heißt 0,3% der Spieler haben das Achievement. Nee, ich muss ja noch gar nicht hier raus. Nevermind. Ich dachte, das wäre schon hier links. Go straight. Das wäre jetzt fast schief gegangen. Jetzt muss ich links halten.
Stay left and then turn left. Turn left. Und dann sind wir bei Ecos Power. Transport. It's all over now. Und wie gesagt, im Normalfall müssen wir nicht pennen, deswegen gucken wir direkt hier bei Ecos Powers nach dem Abladen nach, ob wir was nach Emporia haben. Emporia hatten wir noch nicht, ne? Ich nochmal gegenchecken. Garden City, Salina, Colby, Flindersburg, Dodge City, Topeka, Wichita, Dungeon City, Kansas City, Pittsburgh, Hutchinson, letzte Folge Hayes und jetzt Marysville. Nope, Emporia ist das letzte Städtchen. Ausgezeichnete tiefe Kost von Ferrisburg nach Marysville geliefert, Gefahrenstrecke 148 Meilen. Dauer 18 Minuten, verbrauchter Kraftstoff 23 Gallonen. Das war der 142. erledigte ATS World Auftragsauftrag. $3000 gab es dafür und 254 Erfahrungspunkte. Und dann gucken wir mal schon direkt von hier aus, ob es etwas nach Emporia gibt. Oder ob uns Emporia aus dem Weg geht. Junction City nach Emporia. Puh. Reicht das? Oder ist Selina am besten? Gucken wir mal von hier. 143 Meilen. 133. Also es wird eng. Selina wird eng. Was von Topeka von... Warum ist der Weg so weird? Achso. Ja, was für ein Topeka haben? Von Waldens oder von Flavor Fair? 76 Meilen und dann hier in die Richtung haben, dann wäre das für das passen. Also. Wir müssen Topeka probieren. Ansonsten müssen wir nochmal nach Kansas City reinfahren. Das würde auf alle Fälle auch reichen. Vom Marschrecke her. Aber es ist natürlich belastend und war mal wieder klar, dass die letzte Fahrt auch wieder eine Odyssee wird. In dem Sinne, dranbleiben. Bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video bei der nächsten Odyssee hier vom Cruising Kansas Event Video wieder. Mach's gut.